Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Digital Devil Saga. Ich bin es, euer MC Muffix. Wir sind hier immer noch im Hauptquartier, oder in einem Quartier zumindest hier, der Vanguards. Doch das verlassen wir jetzt, denn beim letzten Mal haben wir, so wie es aussieht hier, das Level mehr oder weniger erfolgreich, eher weniger erfolgreich, abgeschlossen. Ja, Svartisthala, hier befinden wir uns. Ich liebe die Namensgebung in dem Spiel. Beim letzten Mal haben wir hier den Boss des Dungeons besiegt, ein Anführer eben der Vanguards, und als wir ihn besiegt haben, und also als wir ihn angreifen wollten, hat er sich auf einmal dann hier in ein riesiges Monster verwandelt. Auch er ist scheinbar hier von dieser merkwürdigen Kraft oder was es auch immer sein mag, ergriffen worden ist und wurde selbst dann zu einem Dämon. Wir konnten ihn bezwingen, nachdem er hier zu einem riesigen Zebra wurde. Ja, und die Frage ist nun, was machen wir nun? So ganz wissen wir immer noch nicht, was mit uns los ist. Wir wissen nicht, wer dieses schwarzhaarige Mädchen ist. Er hatte keine Information für uns. Rations. Wir haben 22 Rations. Wieso sagt man das keiner? Revival Beat. Wir haben 10.000. Ich würde jetzt aber trotzdem mal 3 Stück davon kaufen, damit wir ein bisschen wiederbeleben können. Weil ich denke, das war jetzt der Probedungeon. So, und das dann kaufen wir auch mal 2. Und ich denke mal, jetzt wird das Spiel dann erst anfangen, gescheit schwer zu werden. So. Gut, hier das kurz gekauft und dann würde ich sagen, ja, wir sind jetzt hier erstmal fertig bei den Vanguards. Und nun heißt es, zurückzukehren, ja, in unser geliebtes Heimatterritorium. Oder wollen wir hier zum, wie ist es nochmal, Ground Zero mal gehen? Lieber nicht. Territory of the Amberon, genau da. Wir gehen wieder nach Mulatra. Ich muss sagen, die Namensgebung in dem Spiel schon echt mysteriös. Aber alles in diesem Spiel ist mysteriös. Wir haben keine Ahnung, Mann, was genau los ist. Wir wissen halt nur, wie gesagt, dass wir diese anderen Stämme besiegen müssen. Das hat uns der liebe nette Herr gesagt. Und dass wir dann nach Nirvana kommen. Was Nirvana ist, das hat uns wohlgemerkt noch niemand gesagt. Vielleicht hat der Maxi sich einfach nicht gescheit genug umgehört. Reden wir nochmal mit ein paar Menschen, weil ich würde ein bisschen gerne noch über die Welt hier erfahren. Ich habe jetzt erfahren, es gibt hier Clans und wir müssen diese besiegen, um nach Nirvana zu kommen. That is Gale. So, you're hungry, Gale? Wanna eat me? What in the hell was that? A song. That was a song? Yes, a song. Tell me, who are you? My name is Sarah. I've come to help everyone. You came to help us? From where? I don't know. I can't remember. I just know that I'm here to help everyone. Your explanation is flawed. We know nothing about you. You say that you remember nothing. Why then would you help us? I do not comprehend. I'm sorry.
The thing is, I've heard that song somewhere. I have too. Yeah, same here. I have not. I do not comprehend. I'm sorry. But as long as she's here, we'll be safe from one another. We may even be able to return to normal. You felt that hunger. You felt that power inside of you. All of us have changed, so deal with it. So, we'll be this way forever? Regardless, nothing has been resolved. The Karma Temple will identify. This is a transmission from the Karma Temple. All tribe leaders are to report to the temple immediately. For what purpose, dissemination machine? Questions of this nature are not permitted. Report to the temple immediately. Okay, das mysteriöse Mädchen, was wir immer jetzt wissen, dass es Sarah heißt, das ist ja schon fast etwas. I'm sorry, I really don't remember anything. Ist aufgewacht und wir müssen uns beim Karma-Tempel treffen. Wo der auch immer sein mag. Schauen wir mal, was sagen unsere Freunde dazu? Do not question orders from the temple, Seth. You must go to the temple. It may shed light on who Sarah is or what is going on. Aber Leute, es war schon ziemlich furchtbar hier, Mann. As long as the girl remains with us, we will not have to worry about devouring our own tribe. Hoffentlich, ja. Weil wir wissen ja, wir haben ja gerade gesehen, Mann, dass Gale hier versucht hat, unseren Rester-Freund hier, den Silo, einfach mal so zu fressen. Oh mein Gott, Mann, das ist doch alles furchtbar, Mann. Also dieses Lied, was sie gesungen hat, scheint hier die Gemüter ein wenig zu beruhigen. Das ist immer ein etwas. Trotzdem macht mich das alles anders glücklich hier. Have you recovered your memory yet? Do you remember the vendor? Ja. Das war, ich weiß doch, was der Vendor ist, Mann. Ich muss jetzt mal schauen, weil wir haben ja diese Mantras. Und die Mantras, so wie ich das jetzt verstehe, ich weiß nicht, wie wir die wechseln können. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon andere Mantras haben. Ich weiß auch nicht, was ein Kombo ist. Aber das ist wurscht. Ich habe das Gefühl, so stelle ich mir das jetzt ziemlich vor, bei Item, okay, wir können nichts anderes kaufen, dass wir vielleicht bei Ammo, wollen wir uns mal eine kaufen? Einmal kann man sich das kaufen. Wir haben ja besser Geld hier. Ich habe nämlich das Gefühl, dass man die Mantras, ach, wo waren das? Final Fantasy 6, genau, so war das ja. In Final Fantasy 6 gab es ja auch immer dieses schöne Spielfeature, dass man Rollen, also Sachen eben ausrüsten musste und dadurch eben Fähigkeiten erlernen werden konnten. Müssen wir restoren? Hey, selbst nach einer Cutscene kann mir das Spiel nicht gönnen, dass es mir mal das Leben regeneriert, gell? Fies, Mann, fies, Mann. Na gut, speichern wir nochmal und ja, dann gehen wir zum Tempel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auf dem Weg schon wieder da von hier 100.000 anderen Stämmen hier, obwohl es gibt ja nur 6, inklusive uns, angegriffen werden, aber ich bin trotzdem hier ein bisschen, ja, angsterfüllt, weil diese Welt, die ist einfach so furchtbar. So furchtbar, Mann. So, Angela. Heat and I don't sound the same. He is far harsher than before. I wonder how different I seem to him. Haven't I always talked like this? Ja, Agil hat definitiv gesagt, ich will diese Kräfte so schnell wie möglich loswerden, während dann der gute... Da sind immer noch diese Barriere. So lächerlich, es ist unsere Basis und wir haben eine Barriere und wissen nicht, wie wir an der vorbeikommen. Während dann hier Heat sagt, hey, hauptsächlich, ich habe diese Kräfte, mein Gott. After light, I woke up and that wall was there. I have never seen such a thing. Okay. Keinen interessiert es außer dich und mich, dass da so eine merkwürdige Plasma-Barriere ist. Aber hey, mir ist das doch wurscht. So, wird schon wichtig sein. How dare they call us up like that? At least they can fill us in about Sarah. They do manage the entire junkyard. They'd better not tell us that they don't know anything.
Eren is acting illogically after being touched by their light. What is this strange mark? Das ist eine gute Frage, mein Freund, und auf die Frage würde ich auch gerne eine Antwort haben. Sir, name is Sarah. Her hair still bothers me. Schwarzhaarige Person. Sowas gibt's in dieser Welt nicht, oder? Fahren wir wieder hoch mit dem Aufzug. Cruisen wir ein wenig nach oben. Aber das ist ein cooles Gerät, Mann. Ich sag, es erinnert mich an so einen großen Hamstercafé. Sehr von der Party, feel hungry. Die Greeker vom Hunger. Hä? Und was mache ich jetzt dagegen? The Commentary is located in the Joshua area. So where I sent off the junkets here. Ja, was mache ich jetzt dagegen? Ach! Ich muss der War einsetzen, oder? Ich weiß es doch. Haben wir... Restores... Ich bin mir sicher, dass wir The War mal einsetzen müssen. Weil ich habe das jetzt besonders noch nicht eingesetzt, aber ich bin mir sicher, dass wir... the rating is based on the efficient during action, I understand. Okay, ja, klar, dass wir Erfahrung halten, das ist jetzt nicht so wichtig. Also ich wette, wir müssen Gegner fressen, damit wir auch wirklich hier, also Menschen, oder das wollen wir Menschen waren, damit wir hier weiter nicht hungrig bleiben. Ich weiß jetzt auch nicht, was das heißt, wir werden schwächer. Ich weiß nur, dass es nicht gut ist. Ja, okay, dann also hier, wir sehen hier außen die Bezirke, also wenn hier schon, das Ground Zero, hier ist die Schnittstelle, wo wir gegen die Vanguards gekämpft haben, hier ist Muladra, dort ist dann die Heimat der Vanguards, Swartan ist da, Former Territory, also sie sind schon hier besiegt, und Shashara ist, so wie es aussieht, im Zentrum der Welt hier. Und hier ist der Heilige Tempel, was das auch immer sein mag, dieser Heilige Tempel. Boah, Leute, Mann. Was ist denn das? Mich erinnert es ein bisschen an Dragon Ball, an diesen riesigen hohen Turm, der dann auch hier auf diese Plattform von Gott geführt hat hier. Oder irgendwie so. Ist schon lange her, dass ich Dragon Ball geschaut habe. People from all the tribes come here to gather information, sir. That is why fighting is forbidden. Also, ein Feind ist es theoretisch. Aber hier ist also das Kämpfen, so wie es aussieht, nicht erlaubt. It's that animal. Appears at you through deep silver eyes. What is this? Die Katze. Also sie wissen nicht, was eine Katze ist. Hey, was ist das für eine grausige Welt hier, Mann? Erwan has arrived. Calling all tribe bosses at once is unprecedented. The temple must have a very important message. Also der Tempel, wo hier... Weiß also über alles, was hier im Junkyard geschieht und scheinbar führt so die Clans. So könnte man das wohl sagen. Member of the Solids. I came here to size you up myself, but you're just a skinny little pretty boy. But I see strength behind those eyes of yours. You changed your ally like me, didn't you? Also auch die anderen Clans haben sich verändert, oder? So you're the one marked with the Water Crown brand. The man who destroyed the Vanguards. Okay, wir haben schon mal einen guten Ruf, so wie es aussieht. Kann ich dich da warnen? Ah, nicht dich, nicht dich, aber die anderen. There's food all around us. Meine These, der gute hier Heat, der wird der Antagonist des Spiels sein. Irgendwann muss man gegen ihn kämpfen. Leute, Mann, es ist so schlimm, Mann. Der Kontrast. Der einfach so prunkvoll ist, so riesig. Und gegen den Rest der Welt, die einfach runtergekommen ist und Junkyard, da ein Müllhaufen ist. Furchtbar. Egal, was hier los ist, so oder so ist es furchtbar. So, okay. Gehen wir mal kurz in den Speicherraum. Einfach so, damit wir ihn freigeschaltet haben auf der Karte, damit ich auch weiß, wo ich hingehen muss. So, und das war's, okay. Ich weiß nur, dass das alles furchtbar ist. Alles katastrophal. Ihr seht, ich habe jetzt ein bisschen Leben verloren, weil wir hungrig sind. Aber hey, wir könnten es ja einfach so machen wie der gute... Übrigens, das wird irgendwann mal ein Dungeon sein. Das sehe ich jetzt auch. Wenn da schon so lange Gänge sind, dann bin ich mir sicher, dass das irgendwann mal ein Dungeon sein wird. Wir können es auch einfach so wie Heat machen. Wir können einfach jetzt alles fressen, was sich hier bewegt. So, da geht's rein. Hey, was zur Hölle ist das hier, Mann? Der Tempel, okay, steht in der Mitte von all den 6 Stämmen, die sie hier bekriegen. Und scheinbar haben die so eine gewisse Führung über die Stämme.
Und das sieht komplett anders aus als wir hier. Aber ich glaube, das sind auch keine Menschen. Das sehen mehr für mich aus wie Roboter. Karma Temple Guard. Ah, ceasefire is strictly enforced in this area. All conflict is prohibited. Okay, dann öffnen wir die Tür und schauen, was die von uns wollen. Member of the Walls. You're the Ambience Leader. You're no match for Looper. Wer ist denn bitte Looper? It doesn't matter how many tribes you defeat. My brutes are number one. Ja, das sehen wir mal. Wenn ich mich mit meiner coolen Dämonenform verwandle, dann schauen wir mal gleich, wer hier die Nummer 1 ist. Schauen wir nochmal dahinter, aber da gibt's auch nichts. Ja gut, dann fahren wir mal mit dieser Plattform davor. Was ist denn hier für eine Technologie auf einmal, Mann? Die anderen, die haben kaum Strom und die haben hier Fahrstühle und alles mögliche. Es ist so schlimm, Mann. Only tribe leaders are permitted to enter the temple at this time. Do you wish to enter? Enter. Everyone is present. Why have we been summoned, Dissemination Machine? No answer to your query is available. There are no pertinent issues to be addressed at this time. I do not understand this. The temple summoned... I summoned you. Listen closely, as there is not much time. Mark these words as the temple's new commandment. Soon, the laws of nature governing this world shall regress to a more primal state of being. The key lies in the Atma you have gained. Atma is the power of demons, signified by the brands upon your flesh. A demon gains power by feeding. Rend. Slaughter. Devour your enemies. There is no other way to survive. You cannot escape your hunger, warriors of purgatory. What is a demon? The essence of your new selves, your karma. You cannot yet understand. If you wish to learn the truth, slay those assembled here, and ascend to Nirvana. All that you desire shall be granted in Nirvana. End the stalemate with your newly awakened powers, and fulfill my commandment at once. You speak words that we do not understand. Aside from our new power, nothing has changed. Incorrect. There is one addendum. The black-haired girl. One tribe will conquer this purgatory and seize the black-haired girl. Nirvana shall open its gates to this tribe alone. Sarah, Reaper into Nirvana, devouring everyone in your path.
Critical system update. The temple acknowledges demon existence. System inquiry. Review this information, child of purgatory. The Karma Temple now offers battle skill programs called mantras. Mantras are obtained by downloading them from the Karma terminals in each area. Which information do you wish to view about demons? A demon is a person's Atma or true character. Everything born of God holds the information possibly of demons. The virus is merely a trigger. Do you wish to know more about Karma? Karma is the sum of your deeds in this life. The more demons hunted and devoured, the more karma gained. Karma is the source of strength. Do you wish to know more about your worry? Demons must consume magnetite in order to survive. All things contain traces of this information construct. But humans and demons require great energy. The only way to preserve the information of one's existence is to devour one's enemies. About solar noise. Demons are influenced by information noise. Hunting is also selected by fluctuants of solar noise. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber the war orders to gain karma and become the strongest being, child of purgatory, one who devours. Okay, also. Erstmal sehen wir da drüben unsere netten, freundlichen anderen Anführer. Lupo, ich glaube, das war der Blauhaarige. Weil der vom anderen Typ hat gesagt, der Lupo und der war auch so blauhaarig. Gehen aber davon aus, dass Lupo der Typ da war. Okay, um es mal kurz zusammenzufassen. Wir hatten schon immer die Aufgabe hier, die 6 Stämme, die anderen zu vernichten. Das war uns bewusst. Um nach Nirvana zu kommen, was scheinbar das Paradies hier ist. So ganz kann ich das jetzt nicht sagen, aber ich gehe mal stark davon aus, so. Genau, ich wollte jetzt hier eigentlich Mantras haben. Sir, they've begun to providing mantras. If you are Yonatan's hunt skills, you should be able to master them. Why don't you try downloading mantras from this terminal? Ach, an Speicherpunkten geht es. Okay, cool. Karma Terminals, ja, macht sogar Sinn. The skills that can be learned are determined by upgrades, known as mantras. Upmon points, AP. Earned battles are used to meta mantras and gain skills. By mastering mantras, additional mantras will become available for download. Select Get Mantra at the Karma Terminal to download a mantra for each party member. Okay, Get Mantra. Serf. Master, Master. Oh, ist jetzt noch nicht ganz gemastert. Ah, das ist natürlich doof. Okay. Also, Devourer is equipped. Das haben wir schon gemastert, okay. Was habe ich hier? Wie kann ich mich hier bewegen? Also, ich kann ich alles machen, oder? Demon Beast. Wie viel? 4000 habe ich. Ach, das ist doch mein Geld, verdammt. Wieso habe ich was gekauft? Shura? Fire Magic Skill. Ice Magic Skill. Ich will lieber auf Eis gehen, muss ich sagen. Ice Spirit? Ice Demon. Ice Spirit, Buffo und Woi. Okay, das haben wir schon. So, dann machen wir Ice Demon, würde ich sagen, oder? Nie wieder in dem Spiel kaufe ich irgendwann ein einziges Item. So, Heat. Fire Demon. Steht da auch, was ich freischalte? Maragi und Fire Boost. Das ist das, was wir haben, okay. Okay, also alle haben denselben Skillbaum, sehe ich schon richtig. Und hier sind dann die ultimativen Badass Skills. Also ich kann überall anfangen, so wie das aussieht. Heal Magic, na, das will ich mit ihm sicher nicht mal. Earth Magic. Force Magic, Sun. Electricity, Zio und Void. Das muss ich mal schauen. Ich weiß gar nicht, was seine Schwäche ist. Das ist das Problem. Ich glaube, seine Schwäche sind nämlich Blitze. Es wäre eigentlich dann super sinnvoll, wenn wir hier auf Zio gehen und ihm dann hier noch Void Electricity geben. Also, dass er Elektrizität ausmacht. Aber, wir könnten auch erstmal auf Devourer gehen. Das hatten wir doch hier oben, oder? Devourer und Hellfrost. Ich würde sagen, das machen wir als allererstes. So. Aber ich kann jetzt auch wirklich nur eins ausrüsten. Also, ich kann mir die jetzt nicht kaufen und dann, während ich woanders bin, kann ich dann irgendwo jetzt sagen, hey, jetzt, okay. Na, das ist, also, was meine Frage ist, um das mal verständlich auszudrücken, ich muss diesen Skill upgraden,
ableveln und wenn er dann das Maximum erreicht hat, kann ich mir einen neuen ausrüsten. Aber ich kann mir jetzt nicht 10 Mantras gleich kaufen, in mein Inventar legen und dann irgendwann anders ausrüsten. Hat euch einer was dazu zu sagen? Something happened, didn't it? Heat, we need to get back to the headquarter. Genau, Heat. Just returning to headquarters without anything asking. Hey, what's the deal? Okay, nochmal weiter zur Erklärung. Also, wie gesagt, die 6 Stämme mussten sich schon immer bekämpfen. Die, so wie es aussieht hier, ich hab schon den Namen vergessen, wir haben sie ausgelöscht, sind immer wichtig zumindest, die Vanguards. Und nun ist noch die andere Aufgabe, dass ein Angel, übrigens der Angel, das ist, ich würde sagen, der zweitliebste Angel, noch vor den Typen aus Darksiders und natürlich noch hinter den Angels aus Neon Genesis Evangelion. Da würde ich sagen, auf Platz 2 ist dieser Angel, dieser schöne Engel. Tut er sich direkt einen rein. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, neben hier den anderen Stämme auszulöschen, auch noch dieses Mädchen, dieses Schwarzhaarige, über was wir wohlgemerkt immer noch nichts wissen im Endeffekt, außer dass sie Sarah heißt und dass dieser Angel irgendwas von ihr will, so wie es aussieht, oder sie mit ihm zusammenarbeitet, fragt mich nicht. Und zumindest, dass wir diese ebenfalls noch wegbringen, hinbringen müssen. And the color of her eyes, where did she come from? Come to think of it, I've never seen anyone with hair like Sarah. Stimmt, es fällt mir jetzt aber ernsthaft auf, Mann. Jetzt wegen, weil ich das vorher gesagt habe. Es gibt ja keine einzige schwarzhaarige Person. Es gibt dunkle Menschen. Obwohl, doch, dunkle Menschen. Hey, stimmt doch, der Schwarze von vorher, der hatte auch dunkle Haare. Okay, aber keine weiße Person hat schwarze Haare. Also besonders so pechschwarz. Ist doch alles schon wieder ziemlich merkwürdig. Und mit ziemlich merkwürdigen Sachen will ich mich gar nicht rumschlagen. Deswegen machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit der Let's Play Digital Devil Saga. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.